Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Geheimlabore. Der Wissenschaftler tippt eifrig auf die Tastatur, als wäre er von etwas besessen. Die verflüssigte Essenz eines Menschen, die in einem Wirt gefüllt wird, unterscheidet sich kaum von dem Blut, das durch unsere Adern fließt. Das klingt nicht gut. Der Wissenschaftler tippt eifrig, wie als ob er besessen. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem geheimen Projekt erreichen wollen, aber... Die machen das gleiche wie der Doc. Die Wirteinheit scheint fast einsatzfähig, aber all die freiliegenden Schaltkreise an der Hinterseite, das kann ich nicht so lassen. Oh, aber ich habe heute ein Date und will dich schon wieder Überstunden machen. Ja, dann mach keine Überstunden bitte. Geh raus, mach dein Date und komm nie wieder hierher. Hey, bist du hier reingekommen? Gar nicht, gar nicht. Was haben wir hier noch so? Besessen? Hallo! Das psychokinetische Potenzial, das diese verflüssigten Subjekte aufweisen, habe ich noch nie zuvor gesehen. Was haben wir hier? What the hell is this? Ja, keine Ahnung. Aber wir können die Gedanken lesen. Mein Körper. Gebt mir meinen Körper zurück. Ja, ist sehr schön. Irgendjemand, bitte. Heil, helft mir. Ist auch nicht sehr geil. Mein Körper. Der Wissenschaftler tippt eifrig auf die Tastatur, die ich nicht sehen kann. Ich darf den Code für den VIP-Raum auf keinen Fall nochmal vergessen. Wie war er noch gleich? F49F? Ja, das war er. F49F. F49F. Falls wir die Information mal brauchen, wir wissen es jetzt. Vielleicht können wir damit was anfangen. Wo auch immer der VIP-Raum ist. Ach nö. Guten Tag, Herr Anzugträger. Das ist eine Menge. Ich hoffe, ihr seid bereit für unter die Erde. Oder unter der Erde. I show you my power. Darkness within darkness awaits you. Toy Car. Hier ein schöner Tritt, aber wir können auch einfach einen Schlag machen, das stimmt. Ich hoffe, du verreckst. Das wäre sehr schön. Leider nicht. Schmerzhaft. Warte, gleich? Na, wir haben es gleich geschafft. Warte, können wir noch einen Moment warten? Aua! Gleich, okay? Hier, schöne, brutale Tritte. So, wie es Männer mögen. Bam! Alright, who's next? Oh, Chef hat gleich sein 10. Level up. Der ist total OP. Hey, Kleiner. Können wir gegen zusammen kämpfen? Zwei? Weil gleichzeitig? Das wäre schön. Nee, dürfen wir nicht. Perfekt. Nein, meine Güte. Wie kann ich dich denn angreifen? Du hast eine Feuerschwäche, du bist der Typ. Okay, dann hier. Spüre die Hitze auf Doom and Death. Ja, er spürt zwar die Hitze, aber... Dauert noch ein bisschen. Ja, schon ein bisschen Schaden. Warte. Ein schöner Schlag. Mit Schlag und Tritt. Ist jetzt egal, was ich benutze davon. Hallo, wieso kannst du so oft angreifen? Ist ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, Fäuste des Zorns erwarten dich. Also der Typ ist ein bisschen stärker, muss ich sagen. Hinter dir ist der Tritt. Ja, gibt Schlimmeres. Spüre auch die Macht der Hitze und dann bist du auch schon tot. Also wenn wir gegen zwei von denen antreten müssen gleichzeitig, dann müssen wir schon ein bisschen taktischer spielen. Hier geht es aber gerade noch. Ja, der zweite hinterlistiger Tritt ein, das ist okay. Das habe ich nichts dagegen, wirklich. 11 Schaden müssten wir auch machen. Der Kampf ist gewonnen. Ja. Next! Und Level 10. Schutzengel. Okay, was macht das? Selber werden wir gleich erfahren. Okay. F49F. Perfekt.
Man hätte uns einfach reinlassen können. Warte, warte, ich bin noch nicht bereit für den Boss, okay? Oh ja, ich kann hier bei einem speichern, ja. Guten Tag! Who are you? How in blazes did you get past my men? Ja, die waren nicht sehr stark. General Yamazaki. Wait. Matsui. It is you, isn't it? Oh. Lawless. That's what you go by now? You've been quite the thorn in my side. And soon he and his friends will be no more than subjects for research. Ja, nein. All in service to the project and the great Inkor. But we are getting ahead of ourselves. I am living still. Living still. And yes, I am well aware that my current appearance may suggest otherwise. Ja, ich sag nichts dagegen, wirklich. Yet the physical form is of no consequence. As my beloved colleagues learned after undergoing liquefaction. All save for one who yet eludes my grasp. But Toby will be mine. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass die irgendwie zusammenhängen. Und du bist? Don't waste your words on these heathen fools. They are blind to the. Ich bin verwirrt. Was? Wer seid ihr? Was seid ihr? Was wollt ihr vergöttern? At Nippori's sacred Odeo temple, modern science and sacred wisdom shall be brought to bear. And 2,000 souls shall become one. Inko shall descend and take possession of his graven image. He shall reveal his true face, and all will know. Odeo walks among them. He shall descend and liberate us from this prison of filth and flesh. For Since you're clearly so keen to see the fruits of our research firsthand, I think a demonstration is in order. Dr. Livingstone? Indeed. Though I would liken it more to one of your live fire exercises. Allow me to introduce you to our latest LH combat unit, the W1. How long will you survive? Lang genug wahrscheinlich. Hi. No. I must obey. Nee, du musst nicht, wirklich. Must die. Ich bin für nein. Ja, komm. Vor allem Kampfeinheit W1. Welche Schwäche hast du denn? Du hast das hier als Schwäche? Komm mal, schlaf im Himmel, vielleicht hilft das ja. Sleep it off. Ich habe irgendwie das Gefühl, das macht nie Schaden. Ja. Hier ein schöner Schlag, vielleicht hilft dir das. Ja, das war vielleicht aber nur Pech. Oh, scheiße. Nee, ich glaube, den können wir nicht besiegen. Oder? Hier ein paar Fäuste des Zorns. Nee, wir machen so wenig Schaden. Aber
Also ich würde jetzt auch nicht sagen, komplett unmöglich. Aber so wenig gelebt, wie wir gerade bis jetzt abgezogen haben. Ich bin nicht so ganz sicher. Hier mal, ich weiß nicht, ob wir noch warten wollen. Ich mache jetzt mal hier eine Matango Light. Ja, müssen wir jetzt mal so machen. Als ob wir eine andere Wahl hätten. Und du benutzt einfach mal einen Gegenstand, nämlich die Splittergranate. Vielleicht hilft das ja. Ich weiß nicht so. Der ist ja schon tot. Können wir fliehen? Ja, leider nicht. Ja, ich bin mal für ein Wurfmesser. Vielleicht macht das ja mehr Schaden. Natürlich nicht. Also wenn das wirklich ein Boss ist, dann habe ich keine Probleme und weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Ich weiß nicht, ob mir vielleicht eine Attacke fehlt, aber... Also ich würde auch sagen, ich bin gut gelevelt. Nur 39 Schaden. Nee, nee. Also ich glaube, den Kampf müssen wir verlieren. Also wenn nicht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Schaut euch mal das an. Ich wollte gerne einen Napalm-Bomb machen, aber... Danke. Ja, es ist okay, wirklich. Okay, gerne nochmal eine Napalm-Bomb, aber... Ich fliehe auch gerne mal. Probiere noch ein bisschen zu überleben, aber... Das können wir vergessen. Er wird uns töten, er wird uns töten. Wahrscheinlich werden wir gefangen genommen und befreit. Obwohl, weil du wurdest besiegt, ich weiß es nicht. Ja, es klingt nicht gut. Hey, wie soll ich ihn denn besiegen? Also ich habe jeden Gegner angegriffen, wirklich. Ich bleibe auch dabei, ich bin echt stark eigentlich, aber ich glaube, ich habe die falschen Attacken gewählt. Ich muss mal durch meine Ausrüstung, glaube ich, gucken, bevor wir dann nochmal kämpfen. Style egal. Ein Roboter kann ihn als Zubehör tragen. Und ich nicht? Ja, was will ich denn? Ich entferne es jetzt mal. Hier steht, ein Roboter kann es als Zubehör tragen. Aber selbst dann habe ich keine Ahnung, ob ich da... Okay, ich glaube, ich probiere es einfach nochmal. Wenn es nicht klappt, muss ich ja mal raus nochmal gehen. Aber es wäre auch doof, nochmal rausgehen zu müssen. Na gut, nächster Versuch nochmal gegen diesen Roboter. Aber irgendwas müssen wir doch dagegen machen können. Okay. Wenn man eben die Jemin steht, könnte ich Schutzengel schaffen. Mal spüre die Hitze, vielleicht hilft das ja. I got you now. Oh, 78 Schaden ist einfach so gut wie gar nichts. Das könnte einfach schon gefühlt der Final Boss sein, des Kapitels, so schwer ist der. 100 Volt Laser, auch das ist eine Attacke?
Das könnte tatsächlich gut sein. Ach, 60 Schaden nur. Ist halt auch nichts. Also wir müssen eigentlich nur genug Zeit haben zu überleben. Dann geht das schon, wahrscheinlich. Aber das ist ja trotzdem ein sehr schwerer Kampf. Also wäre das schon so ein... Ja, genau! Ihr seid hoffentlich vor ihm dran. Ich hoffe es zumindest sehr. Schicke einmal von gute Vibes, auch geil. Da ist er resistent. Ich mach trotzdem mal, spüre die Hitze. I got you now. Wieso denn? Ach komm, das ist auch absolutes Pech. Okay, wir sind wieder tot, oder? Ja, nicht unbedingt. Endlich Schutzengel mal. Also es macht schon irgendwie Schaden. Ja, nee, warte, ich komm mal zu dir hin. Nochmal Matango Light. No guts, no glory. Aber habe ich wirklich keine Ahnung, was ich jetzt viel besser machen könnte. Vielleicht soll ich mal den Schlag ausprobieren, vielleicht hilft das mehr. Das macht nur 25 Schaden. Das ist halt irgendwie total komisch. Weil gegen die anderen hatte ich total die Chance und dann kommt dieser Boss hier und der... Weiß halt nicht, ich finde das halt ein bisschen seltsam gerade. Ja, ich habe jetzt vielleicht die Hälfte, aber... Hätte aber das hier als Schwäche. Vielleicht, wenn ich ihn heile? Das geht aber nicht. Ja gut, dann mach ich nochmal Schlaf im Himmel. Einmal noch zu gucken, ob das jetzt vielleicht doch irgendwie hilft. Das macht null Schaden, das war ja klar. Aber er schläft trotzdem. Ja, vielleicht ist das ja der Trick irgendwie. Mach mal Schlag in die Magengrube. Das macht 71 Schaden, das ist eigentlich relativ gut. Trotzdem, also was ist das wieder für ein Boss? Es gibt schon so Bosse in dem Spiel, da denke ich mir einfach nur, warum plötzlich? Woher kommt das denn plötzlich vom Schwierigkeitsgrad her? I got you now. Oh, 115 Schaden ist doch wieder besser. Oh, Rakete ist so eine doofe Attacke. Zum Glück ist Matsu als nächstes dran. Also vom Schwierigkeitsgrad her finde ich jetzt gut. Also, ich bin manchmal so überrascht, was plötzlich vom Schwierigkeitsgrad her so alles kommt. Also, hier nochmal den 100-Volt-Laser hier, nur für dich. Ich empfehle aber nochmal Schlaf im Himmel. Rakete, ich hasse diese Attacke. Nie hat man seinen Schock, seinen Schutz meine ich, also seine Ruhe meine ich. Oh, ich kann nicht mehr reden. Und irgendwie regt es mich auch auf, dass er nie trifft, also unser Roboter. 100 Volt Laser, ich hoffe, er pennt wieder ein. Oder wird paralysiert. Oh, ich hoffe, wir sind zuerst dran, das wäre nämlich schön. Schlaf? Ja, danke. Wenn man Tango leidet, ist mir ein bisschen wichtig gerade. Ja, ich passe erstmal kurz und setz eher mal spüre die Hitze ein. Gleich tot. Komm schon, jetzt ist der letzte Angriff. Schlage die Magengrube. Das müsste dein Ende jetzt sein. Was ein Boss schon wieder, ey. Und das war nicht mal der Hauptboss.
gab aber viele Erfahrungspunkte tatsächlich für... Lecker. Was that? Watanabe's Dad? Das hast du sofort erkannt, dass es Watanabe's Dad ist. Es könnte jeder andere Dad sein. You bastards. You're gonna pay. Later, kid. Reinforcements are on the way. We gotta go. Okay. Komm mal bitte mit. You can run, but we'll find you. There's no escape. Meinetwegen. Man wird sicher sehr schnell herausfinden, wo wir leben. Aber trotzdem. Was für eine schöne Versammlung hier. Ja, also, dann haben wir da gegen kämpft und dieses Institut ist böse und sie wollen sich übrigens auch töten. Dr. Livingston is behind all this. General Yamazaki is working with him too. And to top it off, Priest Ungi of Odeo Temple is involved. Wer und wer ist halt eher die Frage. Great big conspiracy. And it's past time we put an end to it. But how? Got any ideas, Doc? Well, as always, the Steel Titan. If by some miracle we could get him to live. I'm sorry, but what on earth is a Steel Titan? Exactly what it sounds like. A giant robot. Or, to be more specific, a mechanized god king. Fashioned by Babylonian sages who commanded it with their psychokinetic powers. A giant robot! That is so cool! Wait, I know! You've got weird powers! I bet you could make it move! Make it stomp on all the bad guys! Crush them like ants and stuff! Leider nicht. Ich kann es noch mal versuchen. Trottelcheffe schafft alles. I wouldn't put it like that, but yeah, didn't work out. Psychokinetic powers, huh? There is an alternative. As we use the liquefacted Taroima to drive a modest host unit. So too, could we use liquefacted essence to bring the Steel Titan to life? It's pretty big. We're gonna need a lot more turtles. I'm afraid turtles won't do, given the Steel Titan's size and complexity. Only a liquefacted human being will suffice. Ich habe das Gefühl, Bandit wird sich melden, also Matsu. Bitte nicht. Cowdy, don't be silly, dear. No one's asking you to. I mean it. I can do it. I'm sick all the time anyway, so it doesn't matter what happens to me. Ach so, okay, wenn sie sowieso bald stirbt, dann kann sie es gerne machen. Ja, okay. Turn me into a liquid and put me into the robot. Then I can be with my brother forever. Forever and ever. Oh Mann, Bruderkomplexe. Oh, ich liebe meine Schwester. Forever and ever. Kissen. Kauri! Don't be stupid. This is my mess and I'll fix it. Just stay out of it. Huh. Hell with it.
Let me have a crack at piloting the robot. A kind gesture, but futile. Quite impossible, I can assure you. Shouldn't underestimate me, Doc. This old dog's learned a lot of new tricks in his life. I'll get that tin can of yours moving. You just see if I don't. Because nothing's impossible when you're too stubborn to surrender. Hey, that tin can is my pride and joy. Ich glaube ihm sogar, dass er es schafft.